Was passiert da eigentlich wirklich mit Star Faithful? Ja, diese Geschichte beschäftigt bis heute Leute auf der ganzen Welt. Über ihren mysteriösen Tod wird bis heute spekuliert. Es gibt tausende von Büchern und es gibt auch sogar einen Film, 1960 verfilmt in Hollywood, unter dem Namen Butterfield 8. Aber wer war Star Faithful eigentlich? Geboren 1906 in Long Island, New York. Als die Eltern wenig Zeit für sie haben, geben sie sie oft in die Obhut ihres Cousins und alten Familienfreunds Andrew Peters, dem späteren Bürgermeister von Boston. Doch Peters sieht in ihr nicht nur die elfjährige Star Faithful, nein, er sieht viel mehr. Mit Ether macht er sie gefügig, um sie anschließend zu vergewaltigen. Das geht dann jahrelang weiter, bis zum Jahre 1924, als er dabei erwischt wird. Um seine Karriere nicht zu gefährden und damit niemand quatscht, gerade von den Eltern, stellt er fortan regelmäßig Schecks aus, damit sie eben den Mund halten und seine Karriere nicht gefährdet wird. Für Star Faithful ist die Peinigung damit vorbei, aber die seelischen Schäden bleiben. Von da an lebt Star Faithful allen ein besonderes Leben vor, ein High-Society-Leben vor. Sie hält sich in Kneipen auf, trinkt viel, nimmt Drogen, macht viele Schiffsreisen, durchaus auch nach Europa. Nach außen hin, wie gesagt, die High-Society-Dame, nach innen allerdings zerrüttet, alleine und verzweifelt. Das letzte Mal wird Star Faithful am 5. Juni 1931 von ihrer Familie gesehen, als sie an Bord der Mauretania geht, die zu den Bahamas aufbricht. Doch drei Tage später, am 8. Juni 1931, wird ihre Leiche in Long Beach angespült. Im Laufe der Untersuchungen tauchen zwei obskure Tagebücher auf, in denen sie detailliert ihr Sexleben, ihre sexuellen Abenteuer mit 19 Männern beschreibt, darunter etwaige hochrangige Personen wie zum Beispiel den Bürgermeister von Boston, Andrew Peters, den sie in ihren Büchern als ihren Tutor, als ihren Lehrer beschreibt, der für dieses Privileg allerdings auch sehr viel Geld zahlen musste. Das Buch schlägt große Wellen, überall wird in der Presse darüber berichtet. Man kann sich also ungefähr vorstellen, wie vielen Leuten dieses Buch nicht unbedingt geschmeckt hat. Vollgepumpt mit Veronal, einem Schlafmittel, soll sie sich nun über die Brüstung gestürzt haben. So lautet das eher primitive Gutachten. Tod durch Ertrinken wird es am Ende heißen, womit sich die Sache für die Nassau County Detectives so gut wie erledigt hat. Ganz zufällig tauchen dann auch noch Briefe auf, die Star Faithful angeblich ihrem Psychologen geschrieben haben soll, in denen sie schreibt, ich werde mich umbringen und ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiter zu existieren. Weitere sehr passende Sätze wie, ich nehme Drogen, um zu vergessen und ich trinke, um zu versuchen, Leute zu mögen, untermauern die Theorie des Selbstmordes. Und für viele Leute ist dieser Fall jetzt glasklar, unter anderem auch für die Nassau County Detectives. Nur einem scheint das alles nicht ganz geheuer zu sein, ihrem Stiefvater Stanley Faithful. Er beharrt darauf, dass es sich bei diesen Briefen definitiv um Fälschung handeln soll und bietet an, einen Handschriftsexperten hinzuzuziehen. Doch dem stimmt die Polizei nicht zu. Der Fall scheint also aussichtslos zu sein, bis Ende Juli 31 Stanley Faithful, der Stiefvater, zum letzten großen Schlag ausholt. Er wirft dem Nassau County Department grobe Nachlässigkeit vor und sagt weiter, dass die Detectives ganz bewusst den Fall früh geschlossen haben, weil sie vor gewissen Personen mit großem Einfluss Angst gehabt hätten. Zudem sagt er auch noch, dass seine Tochter, seine Stieftochter Star Faithful, definitiv einem Auftragsmord zum Opfer gefallen sein muss. Im Zuge seiner Aussage veröffentlicht er dann noch als Beweis die Schecks, die er von Andrew Peters bekommen hat, die über 20.000 Dollar ausgestellt wurden, plus der Vereinbarung zum Schweigen hinsichtlich des Missbrauchs der elfjährigen Star. Damit ist Andrew Peters Karriere natürlich vollständig ruiniert. Kurz danach findet die letzte Gerichtsverhandlung über den Fall Star Faithful statt. Das Ganze dauert dann 15 Minuten und kommt zu keinem Ergebnis. Ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, was wirklich mit Star Faithful da im Juni 31 passiert ist. Aber wir dachten, das ist vielleicht mal ganz interessant, euch auch diese ungelösten oder diese mysteriösen Kriminalfälle mal zu präsentieren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis dann alles Gute für Sie.